Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Challenge Küche. Diese Woche hatte ich gedacht, es ist ein bisschen zu kalt in Ingolstadt und hatte ich mir gedacht, was kann ich für euch vorbereiten? Was wäre die beste Möglichkeit für euch, in diesem Wetter etwas zu kochen? Dann hatte ich mir gedacht, okay, das beste Möglichkeit ist, einen Hot Snack zu vorbereiten in diesem Wetter. Hot Chili Garlic Prawns. Es ist eine erstaunliche Kombination von golden gebratenen Prawns oder Garnelen in eine scharfe Soße. Es ist wirklich eine gute Vorspeise, Beilage oder Hauptspeise, abhängig von wie hungrig seid ihr. Wenn ihr Garnelen liebt, dann könnt ihr das als Hauptspeise essen. Also ohne Verzögerung, let's get spiced and zu dem Video. Hier sind die Zutaten, die wir für Chili Garlic Prawns benötigen. 250 Gramm Garnelen, Sojasauce, Lauchzwiebeln, Paprika, grüne Chilis, Chilisauce. Ihr könntet entweder eines davon oder beides verwenden, abhängig von eurer Präferenz. Andere Zutaten sind ein Ei, Mehl, Maismehl, Knoblauch, Ingwer und Pfefferpulver. Dieses Gericht besteht aus zwei Teilen. Einer Teil ist das Braten der Garnelen, der zweite Teil ist die Zubereitung für die Soße. Bereiten wir nun die Garnelen zum Braten vor. Um den Teil zum Braten zu vorbereiten, nehmen wir 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Maismehl, 1 Esslöffel Ingwer-Knoblauchpaste, Salz nach Geschmack, 1 Esslöffel Sojasauce. Wir fügen ein Ei hinzu und mischen es gut, um einen glatten Teig zu machen. Wir stellen sicher, dass der Teig keine Lumps hat und glatt ist. Sobald der Teig fertig ist, wir geben die Garnelen in den Teig und mischen sie gut. Zum Braten die Garnelen nehmen wir Öl in eine Pfanne. Bis das Öl heiß wird, lassen wir die Garnelen im Teig und bereiten wir für die Soße. Die Zubereitung der Soße ist sehr einfach. Wir brauchen eine Maismehlmischung. Wir nehmen 1 bis 2 Esslöffel Maismehl und gleiche Menge Wasser. Wir mischen es gut, um glatt zu machen. Wir geben diese Mischung am Ende in die Soße. Danach nehmen wir einen halben Paprika und schneiden sie in kleine Stücke. Abhängig von der Geschmackpräferenz könnt ihr eine andere Art von Paprika wählen. Wir nehmen ein paar Lauchzwiebeln und schneiden den weißen Teil in dünne Scheiben. Ihr könnt zusätzliche Lauchzwiebel hinzufügen, wenn ihr es vorzieht. Wir werden auch den grünen Teil in dünne Scheiben schneiden, die wir in der Soße zum Garnieren verwenden werden. Wir nehmen 5 bis 6 Knoblauchzehen und schneiden sie fein. Ihr könnt auch die fertige Knoblauchpaste nehmen, aber ich würde vorschlagen, den frischen, geschnittenen Knoblauch zu nehmen. Danach werden wir nehmen ca. 1 Zoll Ingwer und schneiden sie fein wie der Knoblauch. Der Ingwer fügt einen druckvollen Geschmack hinzu. Schauen wir uns das Öl an. Wenn es heiß ist, werden wir den Garnelen braten. Wenn das Öl heiß ist, fügen wir die Garnelen hinzu und braten sie. Wir braten sie, bis sie auf beiden Seiten goldbraun sind. Wir werden sie umdrehen, sobald sie auf einer Seite gekocht sind. Wir müssen darauf achten, sie nicht zu stark zu kochen oder zu brennen. Ebenso braten wir alle Garnelen. Stellen sicher, dass die Garnelen keinen zusätzlichen Teig enthalten, da sonst später die feucht werden. Ihr könnt sie auf eine Küchenrolle legen, um extra Öl zu entfernen. Wir legen sie beiseite und bereiten wir die Soße jetzt. Für die Soßenzubereitung nehmen wir 2 bis 3 Esslöffel Öl in eine Pfanne. Wir können das Öl nehmen, das zum Braten der Garnelen verwendet würde. Sobald der Öl heiß ist, fügen wir die Knoblauch hinzu.
Zusammen mit dem fügen wir den Inweg hinzu und kochen wir es, bis der rohe Geschmack weg ist. Sobald Knoblauch und Ingwer goldbraun werden, geben wir das geschnittene Gemüse in die Pfanne. Mischen es gut und kochen es. So geben wir 1/2 bis 1 Teelöffel Pfefferpulver, geschnittene grüne Chilischoten und 1 Esslöffel Chilisauce, 1 Esslöffel Sojasauce und ca. 1/4 Tasse Wasser. Abhängig von der Konsistenz der Soße könntet ihr das Wasser hinzufügen oder reduzieren. Wir kochen es bei mittlerer Hitze. Sobald die Soße zum Kochen kommt, fügen wir die zuvor bereitete Maismehlmischung hinzu. Wir stellen sicher, dass die Mischung gerührt wird, bevor wir es hinzufügen. So fügen wir die gebratenen Garnelen hinzu und mischen sie gut in die Soße. Je nach Geschmack Salz und Pfeffer hinzufügen. Garnieren und servieren. Genießen Sie Chili Garlic Prawns. Lasst euch schmecken. Hot Chili Garlic Prawns für euch. Sehr einfach und sehr schnell zu vorbereiten. Bitte probiert es zu Hause und lasst mich wissen, wie es gefallen hat. Bitte geben Sie ein Like, falls ihr dieses Video gefallen hat. Bitte abonnieren Sie den Kanal für ein neues Video jede Woche. Bis zum nächsten Woche. Get spiced and happy cooking.